Zum Ende des Jahres werden wir nochmal überhäuft mit jeder Menge Geschenke in The Elder Scrolls Online, damit wir gut ins neue Jahr starten und schöne Feiertage haben. Daher, lasst uns heute wieder in die ESO-News einsteigen. Was gibt es Neues zu berichten? Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich bin's wieder, euer Lexus vom offiziellen ESO-Stream-Team. Reden wir nicht lange um den heißen Brei und gehen direkt in die spannenden Inhalte rein. Anfangen tut es erstmal mit einer Verlängerung des Neujahrs-Events. Und zwar ist für den Mittwoch, den 3. Januar, wieder eine sehr lange Wartung geplant. Das ist dann also nächstes Jahr. Und aufgrund dieser Wartung, an diesem Tag würden nämlich normalerweise die üblichen Events enden. Ne? Wenn wir uns anschauen, 3. Januar, ja, wobei sogar noch einen Tag davor. Aber hier wäre quasi ursprünglich so das Ende vom Jubiläum angesetzt gewesen. Am Ende des Jubiläums wäre dann wieder eine mega lange Wartung, wo sich alle darüber aufregen, dass sie von ihrem letzten Tag die 3 Ereignisscheine nicht bekommen, die sie noch gebraucht hätten, um alles rumzureißen. Und damit diese Diskussion dieses Jahr gar nicht erst entstehen kann, hat Zenimax sich dazu entschieden, das Ganze nicht um einen Tag zu verlängern, sondern gleich mal um 6 Tage auf dem 9. Januar. Somit steigt auch die Anzahl der ursprünglich vorgesehenen Event-Tickets von 42 auf 60. Denn wir können jeden Tag 3 Stück bekommen, indem ihr eine der täglichen Quests macht bei Breda in Orsinium. Soweit, so gut. Das also hier erstmal zum Neujahrsfest. Ich verlinke euch auch nochmal meinen alten Neujahrsfest-Guide irgendwo oben in der Ecke. Es hat sich nicht viel verändert, deswegen habe ich auch kein neues Video dazu gemacht, weil bisher alles gleich geblieben ist. Was aber im Vergleich dazu Neues, wir kriegen was Kleines geschenkt. Und zwar Ohrringe. Naja, besser als nichts, würde ich sagen. Geht mal in den Kronenshop, in den Schaukasten. Ne, kann ich ja hier mal mit euch auch live machen. Mein letzten Endes habe ich es ja hier offen. Also müssten wir es eigentlich hier irgendwo finden. Wenn wir auf Kronenshop gehen, dann müssten ja eigentlich irgendwo die Ohrringe sein. Bildnis-Ohrringe des heiligen Voris. Her damit. So. Freigeschaltet. Jetzt haben wir diese wunderschönen Ohrringe. Tu das auch. Was geschenkt ist, ist immer ganz schön. Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, wie man so schön sagt. Weiter geht's mit, naja, Sachen, die ihr euch selbst schenken könnt. Danach kommt aber gleich noch was richtig Cooles, denn wir bekommen nächstes Jahr im Januar ein gratis Mount. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben, damit ihr alles mitbekommt. Und zwar fangen wir erstmal an mit den Ersparnissen, die es jetzt über die Feiertage gibt. Denn es gibt richtig fette Shop-Angebote. Angefangen hatte es ja auf der Xbox, dann auf der PlayStation und nun sind die Angebote hier auch am PC angekommen. Ihr könnt hier nochmal die ganzen Enddaten euch im Detail anschauen. Ja, ich glaube, letzten Endes so richtig interessieren tut uns ja eigentlich nur der Standardkram, also in Deutschland endet der ganze Spaß am 4. Januar. Ja, Punkt. 4. Januar ist Schicht im Schacht. Bei der PlayStation ist es der 5. Januar und bei der Xbox ist es der 3. Januar. Ja, was die Rabatte angeht, ich denke, das sind die Sachen, die die meisten von euch interessieren werden. Also Xbox 3. Januar, PlayStation 4., PC 5. Das passt ja auch ungefähr mit der Staffelung, weil auf der Xbox hat es früher angefangen, einige Tage sogar früher, denn es begann dort ein Xbox Store Sale im Allgemeinen. Da wollte man mit einsteigen. Das gleiche gilt dann halt auch für die PlayStation, deswegen da dann einen Tag später. Und nun ist der Sale auch auf dem PC angekommen, weil ja unter anderem auch der Steam Summer Sale und der Sale im Epic Game Store läuft. Dementsprechend versucht man das immer so ein bisschen synchron zu machen, deswegen dieser gestaffelte Start. Ja, Kronenpakete sind im Angebot. Holt sie euch nicht. Es ist eure Sache. Mein einziger Appell, und ja, in jedem Video mache ich das, also wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann deabonniert mich gefälligst, kauft davon keine Kronkisten. Dankeschön. So, jetzt können wir weiter zum nächsten Thema, ich habe meinen Soll erfüllt. Aber, nur mal so als Info, wir werden übrigens vermutlich gleich, wenn dieses Video online geht, zusätzlich dazu einen Livestream machen. Heute, wenn ihr dieses Video also am Release-Tag am Samstag schaut, schaut gerne mal vorbei. Ich werde auch hier auf YouTube livestreamen. Ihr könnt aber auch gerne auf Twitch rüberschauen, denn es sind viele schöne Sachen im Kronenshop. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Ich habe mir von meinem verdienten Geld Kronen gekauft und ich finde das Druidenpaket und das Druidenhaus sehr sexy. Deswegen werden wir das heute vermutlich im Livestream kaufen. Dementsprechend schaut gerne mal vorbei. Wir werden also heute ein bisschen den Kronenshop auseinandernehmen. Ich habe da zumindest Bock drauf.
weil ich endlich mal wieder auch ein paar Kronen für mich selber habe. Und nicht für Giveaways. Wobei die dafür wahrscheinlich auch genutzt werden. Naja, nächstes Thema. Wir kriegen ein Reittier geschenkt. Und zwar, das fand ich ein bisschen, also da habe ich jetzt selber auch ein bisschen gestaunt. Wir kriegen, wie ich finde, sogar ein ziemlich cooles Reittier geschenkt. Und zwar wurden jetzt schon am 22. die Login-Belohnung für Januar veröffentlicht. Okay, ja, nehme ich. Und wenn wir uns insgesamt zweimal einloggen im Januar, dann schon am zweiten Tag, und das finde ich irgendwie, da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich zugeben, schon am zweiten Tag gibt es ein kostenloses Reittier und dann auch nicht so ein 0815 Pferd, was auch immer, sondern, oder ein Kamel oder was sind denn eure Lieblings-, was sind eure Favoriten-Reittiertypen und welche könnt ihr gar nicht sehen? Also ich zum Beispiel finde, Pferde sind unterschätzt, aber ich liebe auch Gua und vor allem diesen Nasenbär, den Wartwag, den finde ich richtig geil, gibt es ja leider bis jetzt nicht so viele von. Wartwag habe ich auf jeden Fall aktuell, ja, ich bin Wartwag-Main jetzt quasi. Und was ich überhaupt nicht ausstehen kann, sind diese Krabbelviecher. Also die Dwemer-Spinnen gehen noch, aber hier diese komischen Nix-Ochsen, oh, da schauert es mich am ganzen Körper. Ja? Am ganzen Körper schauert es mich da. Dazu kommen wir gleich noch. Okay, also, auf jeden Fall, ich finde es ganz cool, ist mal kein 0815-Reittier. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so euer Favoriten-Reittier-Typ ist. Ja, ansonsten gibt es hier Reitstunden. Schön, nice to have. Ja, wichtig und richtig. Und zwar auch, wie es aussieht, richtig viele. Also es gibt Reitstunden für Geschwindigkeit, was ja auch mit das Wichtigste ist. Am 3., 6. und 21. Schön, finde ich gut. Dann am 4. gibt es welche für Inventarerweiterung und am 5. gibt es welche für Ausdauer. Nice. Ja, das war ja, das hier ist eh das Wichtige. Also dementsprechend schön. Finde ich gut. Scheint also auch ein guter Monat zu sein, um da mal reinzustarten, ESO, weil ansonsten muss man die Dinger nämlich jeden Tag einmal leveln. Und hier kriegt man die hinterhergeworfen. Also auch das schön. Gleich zwei prachtvolle Schriftrollen des Lehrens. Also hier gleich mal 150% am Tag 7. Das müsst ihr auch, also am Tag 9, also am 9. Januar ist der Spaß vorbei mit dem ESO-Jubiläum. Das heißt also, ihr könnt Tag 7, 8 und 9 nochmal richtig hart reinfarmen mit 100% EP-Erfahrung. Übrigens, falls ihr euch fragt, das ist übrigens die einzige Änderung, die es bei Neujahrs-Events so richtig gab. Falls ihr euch fragt, hä? Warum kriege ich denn keinen 100% EP-Buff, wenn ich den Trank von Breda schlucke? Ja, also ich bin ja jetzt hier schon ein anonymer Alkoholiker und süffel den ganzen Tag Bredas Met. Warum kriege ich da keine 100%? Die 100% sind jetzt passiv. Ich finde es schade, dass das nirgendwo visualisiert wird, aber ihr habt diese 100% bis zum 9. Januar komplett durchgehend. Ihr müsst dafür nichts mehr aktivieren. Finde ich schade. Ich fand es irgendwie immer ein bisschen lustig, wie alle süffelnd durch die Gegend gelaufen sind. Das wird jetzt aber Stück für Stück bei allen Events so ausgerollt. Angefangen hatte es mit dem Hexenfest, da war es ja auch schon so. Und das wird in zukünftigen Events auch so sein. Dementsprechend, ihr müsst nicht mehr aus Bredas Krug süffeln, um den 100% EP-Buff zu bekommen. Es gibt nochmal 250 Siegel. Ja, nehme ich mit. Finde ich geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Siegel finde ich persönlich gut. Wäre natürlich schön, wenn es gar nicht erstmal die Möglichkeit gäbe, Kronkisten zu kaufen und das einfach nur das Siegelsystem wäre und man müsste sich, wie geil wäre das denn, wenn das Siegelsystem einfach eine Alternative zu Kronen wäre und Kronedelsteine und Kronkisten gar nicht existieren würden. Oh, das wäre so eine schöne Welt. Naja, ist ja auch egal. Ich träume hier schon wieder vom nächsten Jahr. Auf jeden Fall, Siegel. Kann man mitnehmen, finde ich gut. Was die ein oder anderen gut und schlecht gefunden haben, ich habe jetzt durchwachsene Sachen gehört, waren die Tests in Cerodiel. Es geht auch gleich noch weiter. Wir gehen gleich wieder in-game, gucken uns die ganzen verschiedenen Sachen an. Also wir gehen gleich noch zum Housing-Ausstatter. Wir gehen jetzt gleich noch zum endlosen Archiv-Händler. Dementsprechend bleibt dran. Geht auch gleich weiter mit PvE. Kleiner PvP-Party an der Stelle hier. Es gab in Cerodiel Tests in den letzten ein, zwei Wochen mit doppelten Allianzpunkten als Geschenk für die Leute, die dann halt eben mitgemacht haben bei den Tests. Und zwar wurde an der Serverpopulation geschraubt. Ich hatte in meinem letzten ESO-News-Video gesagt, dass ich davon ausgehe, dass 600 bis 800 davor der Standard war, bei pro Allianz, dachte ich. Ich wurde eines Besseren belehrt von euch und auch von meinen PvP-Kollegen, mit denen ich öfters mal Kontakt habe.
dass das völlig fern aller Realität sei. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe es einfach schlecht eingeschätzt, offensichtlich. Die etwas erfahrenen Spieler rechnen mit 200 bis 250 Spielern, möglichen Spielern pro Allianz, pro Kampagne. Ne? Also dann halt eben dementsprechend 600 bis 750 Spieler pro Kampagne. Und das ist wohl schon hoch angesetzt, so wie ich es richtig verstanden habe. Aber es gibt ja keine offiziellen Zahlen. Das war das, womit die rechnen. Und es war wohl ungefähr, also man geht wohl davon aus, dass diese Zahl ungefähr verdoppelt wurde oder irgendwie so. Ne? Also dementsprechend ungefähr roundabout 1200 bis 1500 Spieler pro Kampagne waren während des Tests wohl möglich. Das sind die Vermutungen, das sind Mutmaßungen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Die Mitarbeiter, die dieses Video hier schauen, die lächeln jetzt und sagen, ne, ihr liegt ganz falsch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das sind Schätzungen jetzt von meinen PvP-Kollegen. Dementsprechend, ich habe durchwachsene Sachen gehört. Ich habe gehört, ja, es hat schon ein bisschen mehr geleckt, also es hat vor allem die ersten ein, zwei Tage mehr geleckt. Die haben das ja dann Stück für Stück auch wieder runtergeschraubt. Am Anfang hat es wohl ein bisschen mehr geleckt, aber es gab dann relativ schnell einen Punkt, an dem es ziemlich gut lief und durchaus auch mehr Spieler bemerkbar waren. Dementsprechend, Zenimax hat jetzt gesagt, okay, Dankeschön an alle, die mitgemacht haben an der Stelle hier. Wir werden jetzt diese Zahlen auswerten und dann werden wir im nächsten Jahr weitermachen mit dem Thema und eine Entscheidung treffen, ob wir die permanent wieder hochschauen oder nicht. Jetzt ist erstmal wieder alles auf dem Stand wie vor diesen Tests. Das heißt also halt bei schätzungsweise 200 bis 250 Spieler pro Allianz. So, ne? Das ist das Ding. Okay, alles klar. Nice to know, good to know. Ich sag mal so, das sind ja ziemlich tiefgreifende Sachen, ne? Es sind ja ziemlich tiefgreifende Sachen. Da muss man erstmal noch drüber schlafen und die Sachen tatsächlich auch auswerten, was da nun sinnvoll ist und was nicht. Ne? Es gibt ja quasi so einen Punkt, wo der Lag unschön wird, was das Spiel, was das Gameplay angeht. Und da hier irgendwie darunter den richtigen Speedspot zu finden, an der Menge an Spielern, die da auf eine Kampagne rauf können, klar, muss man erstmal auswerten. Was ich krass fand und ein Grund, warum ich das ESO-Forum wirklich meide, ihr wisst, ich erkläre euch mal ganz kurz, wie ich nach News schaue, ja. Ich habe hier einen Ordner in einem Extra-Browser, wo ich mir quasi alle meine News-Quellen hinterlegt habe. Ja, da sind auch YouTube-Kanäle dabei und so weiter und so fort. Wobei hier nicht alle YouTube-Kanäle immer News mit am Start haben. Und dann gehe ich quasi am Anfang hier auf alle öffnen und dann gehe ich die Sachen einzeln durch. Unter anderem gehe ich halt eben auch, ich mache jetzt mal hier neues Browserfenster auf, ich gehe dann halt eben, das ist dann hier die Dev-Ansicht, ne? Hier sieht man also alle Kommentare der Entwickler und dann klicke ich halt jedes einmal auf, bis zu dem Tag, wo ich das letzte Mal News aufgenommen habe und lies mir jedes dieser Dev-Kommentare durch, ob es da irgendwas Spannendes gibt, was ich euch präsentieren kann. So, ne? So mache ich die ESO-News, wenn ich nach News aus dem Forum suche. Und was mir jetzt mal wieder bewusst geworden ist hier bei der ganzen Geschichte, ja? Ich habe ja vor ungefähr 2-3 Jahren oder schon länger her, aufgehört im Forum unterwegs zu sein. Und wenn ich mir die Kommentare davor und danach durchlese, dann weiß ich auch ganz genau, warum ich aufgehört habe, im ESO-Forum unterwegs zu sein. Weil, also ich bin euch ganz ehrlich, man kriegt da einfach schlechte Laune. Da sind so viele Mutmaßungen mit dabei, so viele Mutmaßungen. Also ich verstehe auch gar nicht, man muss ja, also ich bewundere Kai, dass er dem gewachsen ist. Ich weiß, manchmal bringt Kai sowas auch auf die Palme, aber ich bewundere Kai, dass er da so ruhig bleiben kann, weil die Nachrichten, die ja teilweise geschrieben werden, hier wird immer irgendwas gefunden, weshalb man meckern kann, ja, also es ist der Wahnsinn. Zum Beispiel fand ich das hier auch ganz krass bei der, wo darüber gesprochen wurde, hier Verlängerung des Neujahrsfests, da haben so viele Leute hier jetzt noch rumgemeckert, ne? Und Kai hat hier auch gesagt, so Hauptsache meckern und so weiter und so fort. Also, wenn man mal überlegt, dass das Oblivion-Event gerade mal 3 Wochen her ist und wir haben jetzt schon wieder das nächste Event, also dementsprechend löppt der Lachs, würde ich sagen. ESO-Forum, generell, deutsche Kommentarspalten sind immer so ein Thema. Ich bin froh, dass die Mehrheit der YouTube-Kommentare dieses Bild bei mir auf meinem Kanal nicht widerspiegeln.
bitte bleibt so, wie ihr seid. Ich bin sehr dankbar dafür und ich freue mich auch auf die nächsten Jahre Elder Scrolls mit euch. Ich hoffe wirklich, dass diese ESO-Forums-Bubble nicht zu mir rüberschwappt, aber ich glaube, wenn ich solche Sachen hier in meine Videos mit einbaue und darüber mit euch spreche, mache ich mich bei denen eh unbeliebt. Das ist ja auch das, was ich machen möchte. Ja, also, wenn ihr mich nicht leihen könnt, habe ich alles erreicht. Ich kann euch auch nicht leihen, wenn ich diese Kommentare hier lese, die manche Leute im ESO-Forum schreiben, dann kriege ich also wirklich. Da wird mir schwindelig. Ich bin froh, dass davon hier wahrscheinlich nicht so viele zuschauen. So, das war jetzt so ein kleiner eigener Rant in eigener Sache. Kommen wir wieder zurück zu den eigentlichen Themen der ESO-News. Und zwar möchte ich mich einmal ganz kurz hier, bevor wir jetzt in die Spielinhalte reinspringen, bedanken bei meinen Patreons. Dickes Dankeschön vor allem an Anri, God of War, Seppal, Sidev, Kebi und Nessui für eure Unterstützung. Weiß ich sehr zu schätzen. Auch an alle YouTube-Kanalmitglieder und Patreons. Dickes Dankeschön. Ohne euch wäre das nicht möglich. Und falls ihr euch jetzt nach Weihnachten, ihr habt auf euer Konto geschaut, habt gesehen, nice, Weihnachtsgeschenke sind durch und ich habe noch ein bisschen was über. Schaut übrigens gerne mal im Merch-Store vorbei. Ja, ein bisschen Werbung in einer Sache. Denn meine Freundin, die Brina, die hat in Zusammenarbeit mit meiner Emote-Designerin oder beziehungsweise in Zusammenarbeit mit älteren Emotes von meiner Emote-Designerin, haben wir ein neues Motiv online gebracht. Ja, also klar, die alten Motive gibt es auch. Was ihr zum Beispiel im Livestream öfter seht, meine Tasse. Ne, meine schöne Tasse, die gibt es hier öfters mal irgendwie zu sehen. Die hier, so halbdurchsichtig, finde ich richtig sexy. Oder heute bin ich hier auch so ein bisschen... Heute bin ich hier auch so ein bisschen im Merch-Look unterwegs und habe hier meine eigene Jacke an aus dem Merch, damit mir nicht kalt ist. Falls ihr da Interesse dran habt, schaut gerne mal im Merch-Store vorbei. Schaut gerne mal im Merch-Store vorbei. Denn da gibt es jetzt ein neues Motiv. Und zwar, wenn ihr hier oben draufklickt auf ESOFAM, gibt es hier ein neues Rasundar ESOFAM-Motiv. Na? Auch in Absprache mit Kai habe ich nochmal nachgefragt, ob wir den ESOFAM-Hashtag eigentlich benutzen dürfen. Dürfen wir? Also dementsprechend, schaut gerne mal vorbei. Vielleicht ist ja was für euch mit dabei. Zum Beispiel so ein schönes Mauspad oder sowas. Die sind übrigens richtig dick und nicht so wobbelig. Dementsprechend vielleicht ein Blick wert. Ja, und was auch ein Blick wert sind, mögen die Sachen im Ingame sein. Wer gut Deutsch reden kann, hat auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, wir gehen mal rein ins endlose Archiv. Ihr kennt das. Wir sind hier oben rechts in Apokrypha. Ihr könnt da auch rein teleportieren. Wenn ihr die Necrom nicht besitzt, dann könnt ihr da trotzdem rein. Und dann geht ihr einfach einmal rechts dran vorbei an dieser großen Bobble hier. Und kommt hier ganz hinten zum wöchentlichen Händler. Da könnt ihr euch schöne Sachen holen. Die sehen übrigens sehr interessant aus. So, ich hoffe, ihr habt was gibt's denn hier Schönes? Es gibt Schatzkarten. Toll. Bücher. Okay. Stilseiten. Ist nur eine Schulter. Also man hat bei dem Stil nur eine Schulter. Passt jetzt natürlich gerade überhaupt nicht bei der Rüstung hier, weil ich hier quasi schulterfrei habe. Aber ansonsten okay, ganz interessant. Korallen, Motor, Attrappe. Da kriegt man eine Errungenschaft freigeschaltet. Und diese... Das ist, glaube ich, so ein kleines Vieh, oder? Was man beschwören kann. Moment, das habe ich nicht gegoogelt. Das machen wir, was holen wir uns jetzt hier nochmal raus. Ich suche das mal. Also, das hier scheint das Vieh zu sein. Ein friedlicher Begleiter. Dieser kleine friedliche Begleiter hier, den kann man sich dann wohl freischalten, wenn man davon die jeweiligen Fragmente zusammengesammelt hat. Gut zu wissen. Und auch gibt es zwei Spuren. Und zwar einmal gibt es eine Spur vom zerfledderten Wandteppich. Das ist dann eine Attrappe von einem Dunkelforst-Wandteppich. Würde ich euch empfehlen, nicht zu holen. Na, verschwendet dafür nicht eure Währung vom endlosen Archiv, denn das ist eins dieser Items, die man einfach aufheben kann. Ne? Das sind einfach Fragmente, die das sind einfach so Fragmente, die rumliegen. Ja, in Dunkelforst liegen die einfach nur so rum. Und dementsprechend kauft euch das nicht. Könnt ihr einfach hinreisen und aufheben, wenn es euch beliebt. Und das zweite Fragment ist der Natternlederstreifen. Den bekommt man nur, wenn man diese Seenattern in Somerset tötet. Ne? Also hier diese Viecher hier auf diesem Bereich. Und
ja, das. Ich meine, es ist schön, dass man dieses prozentual nicht ganz so einfach erhaltbare Fragment so schnell bekommen kann. Aber es ist halt auch für einen uninteressanten Gegenstand, ne? Also hier, der Aegisriemen, keine Ahnung, den nutzt halt niemand. Deswegen, auch da würde ich sagen, verschwendet dafür nicht eure Punkte. Lasst es lieber bleiben. Da wird es nochmal sinnvollere Ausgaben geben. Zum Beispiel hier dann lieber so ein Malligraphie-Eiter gönnen, ja, damit ihr schneller zu dem Reittier kommt. Das würde ich euch dann eher empfehlen. Ja, und dann gibt es noch ein zweites Buch. Ja, gut. Gehen wir als nächstes zur goldenen Händlerin. Und zwar befindet sich diese hier. Ich reise immer hier zum Altmeri-Dominion. Da ist sie hier in diesem Zelt. Und da porte ich jetzt mal hin und dann sehen wir uns da gleich wieder. Da sind wir auch schon bei der goldenen Händlerin und es gibt diesmal durchaus ganz interessante Monster-Sets. Oh, yes. Und zwar gibt es zum einen Nereen Aed. Wenn ihr direkten Schaden verursacht, besteht eine Chance von 15%, einen Lichtkristall zu erschaffen, der nach 2 Sekunden für 5800 Magieschaden explodiert und allen Feinden innerhalb von 4 Metern trifft. Das heißt also, kleine AOE, aber vor allem ziemlich starkes Set. Also vor allem auf dem Templer und den Arkanisten, zwei Klassen, die sehr viel Direktschaden haben, da würde ich das definitiv empfehlen. War in meinen Tests in der regelmäßig ebenbürtig mit Zahn oder manchmal sogar stärker als Zahn. Auf allen anderen Klassen, die sich nicht Templer oder Arkanist schimpfen, ist Zahn häufig als Monster-Set ein bisschen besser. Ne? Aber kann man auf jeden Fall als Alternative spielen, ist ein Grundspielset. Bekommt man das Monsterteil davon, würde man als Äquivalent aus Krypta der Herzen 1 aus Krypta der Herzen 1? Nee, Krypta der Herzen 2 müsste es sein, oder? Aus Krypta der Herzen 2, da ist es. Befindet sich hier oben links in Kluftspitze. Ne? Ist ja Bescheid. So würdet ihr da theoretisch hinkommen. Das zweite Ding ist Frostgewölbe. Da kriegt man das zweite Monster-Set her. Frostgewölbe ist ein DLC-Dungeon. Der befindet sich hier links unterhalb von Windhelm in Ostmarsch. Gold. So. Das Monster-Set daraus heißt Steinwahrer. Habe ich eine Zeit lang auf dem Tank gespielt. Ist ein sehr lustiges Ego-Set. Bringt einen nur was, wenn man am Anfang ist und vielleicht ein bisschen tanken lernen hat oder so die ein, zwei Schwierigkeiten hat. Würde ich aber langfristig nicht empfehlen, weil bringt eurer Gruppe nichts, bringt nur euch etwas. So sieht's aus. Deswegen lasst es gleich bleiben. Holt's euch nicht. Dann gibt's Dornherz. Dornherz ist durchaus sehr interessant. Ist eigentlich ein Set aus Orsinium beziehungsweise Wodka, wenn ich mich nicht recht entsinne. Bis zu 450 Magie und Waffenkraft und dann nochmal passive Heilung. Durchaus ziemlich interessant, vor allem jetzt auch endloses Archivmäßig EDC kann man also auf jeden Fall spielen. Dadurch, dass das ein Buff ist, reicht es auch, wenn man es auf einer Leiste hat. Man kann es also zum Beispiel auf der hinteren Leiste spielen. Also durchaus ganz interessant. Dann haben wir Höhenforscher, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Verringert die Kosten eurer Fähigkeiten der Unerschrockenen um 10%, absolut langweilig. Setzt einen Verbündeten, okay. Völlig irrelevant, gucken wir uns gar nicht erst weiter an. Dann haben wir unerschrockene Entflechters. Maika, Crit. Wenn ihr, während ihr euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit nutzt, die Ausdauer kostet, erhöht sich der Schaden eurer leichten und schweren Angriffe gegen NPCs 10 Sekunden lang um 1600. Ich denke, edler Duellant, Sturmrufer und Feldwebel werden stärker sein, deswegen auch das nicht sonderlich interessant. Und dann haben wir hier noch Stygir, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Sobald ihr im Kampf nicht länger schleicht oder unsichtbar seid, wird eure Magie und Waffenkraft um 339 erhöht. Ist nicht ganz uninteressant, weil schlägt sich auf eure Charakterwerte aus, kann man also auch mit Tränken nochmal erhöhen. Aber auch da gibt es ehrlich gesagt bessere Sachen, ne? Also wenn man jetzt hier irgendwie solche speziellen Sachen spielen möchte, das klingt ja schon irgendwie nach ein bisschen nach PvP, ne? Sneaky, sneaky und so weiter und so fort. Und wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Gangblade spielen möchte, dann würde ich vielleicht eher irgendwie sowas, also wenn es so ein schnell erhaltbares Set sein soll, dann würde ich vielleicht irgendwie eher sowas wie Zerschlagenes Schicksal empfehlen. Dann kriegt ihr 8000 Durchdringungen. Also, ne, deswegen würde ich auch als uninteressant, abtun an der Stelle hier. Das waren die Sachen von der Goldenen Händlerin. Heute teleportieren wir uns mal wieder nach Kalthafen zum Luxusausstatter und zwar in die leere Stadt
Und hier ganz unten ist der Luxusausstatter. Da geht es als nächstes hin. Und da sind wir dann auch schon in Kalthafen, in der leeren Stadt beim Luxusausstatter angekommen. Und ich habe gerade schon mal ein bisschen geschmult. Ich verabscheue. Diesmal gibt es was richtig, richtig Nices. Also gut, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Erstmal gibt es jede Menge Leuchtkristalle. Die lohnen sich immer auf jeden Fall, weil man die in der Regel nach ein paar Monaten für mehr Gold weiterverkaufen kann. Also vor allem hier diese größeren Kristallansammlungen. Die kriegt ihr auch ganz gut wieder los. Ja? Also es sind jetzt natürlich keine Leuchteblumen, die gehen noch besser weg, aber sowas hier kriegt man eigentlich immer ganz gut wieder los und durchaus auch mit ein bisschen Gewinn. Wie gesagt, muss man halt 2-3 Monate auf jeden Fall im Inventar behalten, ansonsten wird das nichts. Das hier war meines Erachtens schon ein bisschen älteres Item. Also hier diese Blutmagie-Kristall-Splitter, den gab es schon länger. Aber jetzt kommt's, da gibt es auch was Neues. Ja? Und zwar gibt es erstmal noch hier diese Geode, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Die finde ich optisch aber auch ganz ansprechend. Ich glaube, da gibt es schon 4 Stück oder so von. Ja, hier, weiß ich nicht, irgend so ein Helalu-Ding mit dedrichen Schriftzeichen, weil die ja auch bei den Dunkelelfen immer noch verwendet werden und so, also keine Ahnung. Hm, ja. Ein Kristall, der ist auch ganz cool, der Seelenstein, weil der Seelenstein, der leuchtet so ein bisschen. Finde ich auch optisch ganz ansprechend. Für 100.000 Gold gibt es allerdings einfach so ein, also es hat mich irgendwie ganz krass gerade erinnert an den Eisernen Thron oder so. Fehlt natürlich der Thron selbst in der Mitte. Vielleicht kommt der ja nächste Woche. Aber das Item ist auf jeden Fall ziemlich sexy. Und ich glaube, das kann man bestimmt auch... Ja, wobei ich weiß nicht, ob es den Leuten 100.000 Gold wert ist, aber es ist wirklich ein einzigartiges Item. Also so für 120.000, 140.000 Gold kann man das vielleicht auch in 2-3 Monaten wieder weiterverkaufen, eventuell. Also das will ich mal jetzt... Es leuchtet nicht. Es ist aber groß. Ja, und es ist einzigartig, es gibt sowas bis jetzt noch nicht als Blaupause in-game, deswegen möchte ich es euch nicht garantieren, ja, kann euch ja generell nichts garantieren, ich kann den Markt ja auch nicht so großartig beeinflussen, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Spieler das Ding ziemlich nice finden und deswegen sich das auch gut weiterverkaufen lässt. Meine Bank wird heulen, denn ich werde jetzt gleich im Livestream, im Anschluss, wenn dieses Video hier veröffentlicht ist, wahrscheinlich davon 1-2 Sachen kaufen, ne? Gehe ich mal von aus. Also auf jeden Fall werde ich mich da gleich noch ransetzen. Dementsprechend, ich pinne euch den Livestream unten im ersten Kommentar an. Schaut da also gerne mal vorbei. Auch im ersten Kommentar findet ihr den Link zu meinem Shop, ne? Also falls euch irgendwie hier die Tasse gefallen hat oder das neue Motiv oder die Jacke hier, dann schaut gerne mal auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls ihr euch noch ein kleines nachweihnachtliches Geschenk machen wollt an dieser Stelle hier. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Hier geht's zum nächsten Video, zum letzten News-Video. Da ging es um ESO 2024. Schaut da also auf jeden Fall mal vorbei. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannende Themen. Vielleicht sehen wir uns dann also da in dem Video und vielleicht auch generell bei dem Thema dementsprechend. Vielleicht aber auch gleich im Livestream. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.